Lange wurde darauf hingearbeitet und hingefiebert. Gestern dann die Premiere. Die Passionsspiele im Römersteinbruch St. Margarethen haben wieder begonnen und es war eine gelungene, eine berührende Passion. Von Gänsehautmomenten hat unsere Reporterin Ulla Cena danach gesprochen. Hier ihr Premierenbericht. Imposant und bildgewaltig präsentieren sich die Passionsspiele im Steinbruch in St. Margarethen. Gezeigt werden 36 Szenen aus dem Leben und Sterben Jesu. Die 400 Laiendarstellerinnen und Darsteller haben viele Monate für diesen großen Moment geprobt. Es ist schon nochmal ein gravierender Unterschied zwischen einer Probe und einer Vorstellung und einer Aufführung. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das beschreiben kann, den Vorgang, aber es ist einfach ein ganz anderes Erlebnis. Man versucht, sich so weit als möglich in die Gedankenwelt, in die Gefühlswelt von Jesu hineinzuversetzen, was natürlich nicht möglich ist. Und das Schöne ist dann am Schluss, nach großer Gott, wir loben dich, und dann einige Tränen in den Augen haben und dann rennt auch bei den Schauspielern da ein bisschen die Gänsehaut. Und so wählte er seine Apostel aus. Und sein Ruf verbreitete sich im ganzen Land. Und die Schar derer, die ihm folgten, wurde immer größer. Diese Passionsspiele, wenn man sie überhaupt so nennen möchte, haben es geschafft, die Geschichte ins Herz zu bringen. Es ist irgendwie traurig. Irgendwie traurig ist diese Geschichte, finde ich. Wie hat es Ihnen gefallen? Die Geschichte kennt man ja. Die kennt man, die Kulisse ganz toll, die Schauspieler ganz einfach. Wirklich wahrheitsgetreu, muss ich ehrlich sagen. Liebet einander. Wie ich euch liebe, so sollt ihr einander lieben. Denn daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, wie man das dargestellt hat. Es ist nicht chronologisch, wie man es zum Beispiel in den Evangelien nachlesen kann. Nicht? Aber so die wichtigen Stellen, die da herausgebracht wurden. Und da kommt plötzlich die Erinnerung und man denkt, naja, so könnte es schon gewesen sein. Die Auferstehung Jesu wird noch 17 Mal gefeiert. Der Reinerlös kommt karitativen Zwecken zugute. Ich bin bei euch, alle Tage, bis zum Ende der Welt.